Jacke hier ist neu. Kenne ich auch noch nicht. Oberstes Gebot, erstmal unauffällig rein. Hören, was der anzubieten hat und dann das geben wir uns zu erkennen. Alright? Moin. Moin. Ja, die Köfte da. Was? Die Köfte da, wie sind die gemacht? Sind die mit Ei? Welche? Ja, die Köfte da. Ach, die Frikadellen hier, das sind Schiwab. Gut, das sind das Schiwabschichi. Wie sind die gemacht? Sind die mit Ei? No, nehme ich mal an, dass sie mit Ei sind. Mhm. Und von wann sind die? Wie, von wann sind die? Ja, von wann sind die? Sind die frisch? Doch, gehen wir davon aus, dass sie frisch sind. Gehen Sie davon aus, dass sie frisch sind oder wissen Sie, dass sie frisch sind? Man willst du mich verkackeiern, was ich sagte, dass sie frisch sind? Ach du Scheiße. Wann haben Sie die denn gemacht? Ja, wann haben wir die gemacht? Wann haben wir die gemacht? Letzte Woche, letzten Monat? Nee, letzten Monat nicht. Vor einer Woche, vor zwei Wochen? Ja, wann war das? Freitag, denke ich. Freitag. Vor drei Tagen also. Ja, Freitag muss das gewesen sein. Sind Sie der Inhaber? Nee, meine Frau. Und wo ist Ihre Frau? Ja, da fragst mich was. Das wüsste ich auch so gern. Also ist denn da Ei drin? Oh, nehme ich mal an, sonst würden die ja nicht zusammenbacken. Was denn für Eier? Wie, was denn für Eier? Na, Vollei, Eigelb, Eiklar. Du, das werde ich doch nicht, das macht Armin Fru. Die ist ja nun nicht da. Und wann kommt die wieder, Ihre Frau? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt wiederkommt. Ist Ihre Frau Türkin oder was? Nee, wieso? Ja, wieso? Antalya-Grill? Na, die kommt aus Holzminden. Wann haben Sie das letzte Mal die Friteuse gewechselt? Wieso? Die funktioniert doch noch. Nicht die Friteuse, die Friteuse, das Fett. Im Prinzip müssen wir den Laden dicht machen. Abreißen am besten. Sie müssen Hackfleischprodukte mit Vollei immer sofort braten. Ein Minüt nennt man das, glaube ich, bei Köchen, oder? Ihre Kühlung liegt bei 6 Grad, das ist für Salate vollkommen in Ordnung. Aber für Fleisch- und Wurstwaren gilt immer die magische. Die magische? Ja, die magische. Ne? Die magische 4. Die 2 Grad mehr. Das sind 50%. Bei vielen Mikroben bewirkt bereits ein geringer Anstieg des Toleranzbereiches eine explosionsartige Vermehrung. Und wenn Sie sich schon von irgendwelchen hirnlosen Brauereiausstattern Säulen andrehen lassen, ja? Dann sollten Sie sich wenigstens mal vorher erkundigen. Das hier ist nämlich eine korinthische Säule. Also eine hellenistische Ableitung der ionischen Anordnung. Es ist zwar richtig, dass die Byzantiner Säulen in Griechenland bezogen haben, aber das beschränkte sich auf dorische Säulen. Und die hatten definitiv keinen Blätterkranz über den Floralvoluten. Ist den Leuten doch egal. Hauptsache, das sieht nach Urlaub aus. Ach so, und in der Türkei, da fressen die Schiwabschischi und saufen Uso, oder was? Herr Göckens, lesen Sie sich das mal in Ruhe durch. Und da komme ich nächste Woche wieder und guck mal, was sich hier so getan hat, ja? Für heute lasse ich mal 5 Grad sein, obwohl ich das eigentlich gar nicht darf. Mängelrüge ohne Bußgeld. Ich denke, das ist in Ihrem Sinne, oder? Am liebsten wäre mir meine Dörte käme zurück. Ich meine, für Sie habe ich das nicht alles gekauft. Und nun haut Sie einfach ab, Mensch. Ja, Herr Göckens, Sie sehen uns dann nächste Woche. Ich denke, Sie wissen meine Gegenkommen zu schätzen. Haben Sie irgendeinen blassen Schimmer, warum Ihre Frau Sie verlassen hat? Ja, wenn ich das wüsste. Zeigen Sie mal noch mal den Uso.